gucken uns mal ein Video von Felix von der Laden an. Ist jetzt kein YouTuber, den ich privat schaue, aber ich interessiere mich für Immobilien und der Bre hat wohl ein Haus in Mallorca geholt, gekauft, wie auch immer, geupgradet. Und das ist für mich immer sehr interessant, weil auch ein John Broke wird nicht für mal in Deutschland bleiben. Deswegen schauen wir uns mal an, was der Bruder sich gezogen hat von seinem Multimillionen-Business auf YouTube. Der hat auch Asche, meine Damen und Herren. Gucken wir mal. Vor einem Jahr sind wir hier auf Mallorca in unser Traumhaus eingezogen. Damals habe ich schon mal eine Roomtour gemacht. Wirklich jetzt, ja? Vor einem Jahr, meine Damen und Herren, ich starte ein neues YouTube-Video. Und ich versuche das Ganze mit Elan zu machen, denn ich bin ein Schauspieler. Vor genau einem Jahr, ich bin hier auf ProSieben und auf Sat1. Wusstet ihr schon, vor einem Jahr, meine Damen und Herren, ich rede immer noch so mit den Zuschauern, so als würde ich vor meiner Kamera sitzen und aus dem Kinderzimmer. Vor einem Jahr haben wir uns ein Haus gekauft. Wollt ihr die Entwicklung des Hauses sehen? Ja, kein Problem, ich nehme es ja gerade auf. Vor einem Jahr! Digga, red doch einfach ganz normal, Bruder. Das war noch ziemlich leeren Haus. Was sich alles mittlerweile verändert hat, das zeige ich euch jetzt! Was wir alles so an neuen Möbeln haben, die wir alles eingerichtet haben, aber auch die Sachen, die vielleicht nicht so funktioniert haben oder die nicht so funktioniert haben, das zeige ich euch jetzt! Die Baustellen, die noch offen sind, die verfickten Baustellen! Mann ey, das hat mich echt in Teufels Küche gebracht! Die Baustellen! Aber trotzdem danke fürs Einschalten! Und jetzt bei Super RTL, die Togo Show! All das seht ihr heute in der neuen Roomtour von unserem Haus auf Mallorca. Let's go! Hey, mach Crow an, Chat! Alle die und dance in den Chat! Yeah! Reinspaziert, Leute! Reinspaziert, meine Damen und Herren! Hello, Motherfucker! Willkommen zur Roomtour und an der Stelle auch einfach nochmal vielen, vielen Dank an... Kein Problem! Ich mache seit mittlerweile ziemlich genau 13 Jahren YouTube und ohne euch wäre das hier alles natürlich nicht möglich. Kein Ding, mein Bruder! Ich habe zwar noch nie ein Video von dir angeklickt, aber jetzt bin ich dein erster Klick und es sei dir vom Herzen gegönnt, egal wie sehr ich dich verarsche. Du kaufst mich, wenn du willst, ja, Abi! Aber ja, Roomtour jetzt heute. Was hat sich verändert außen schon mal? Wir haben ein eigenes Auto. Aber dazu gibt es ja ein eigenes Video, Leute. Heute geht es um das, was hier... Ah, neues Auto! Ne? Also ein schöner Porsche. Ein E-Porsche, ne? Hybrid. Also. Hast du Stromkosten noch an deine Hausdings gespart, wa? Super. Kommt mit. Ansonsten hier vorne ein paar Pflanzen mittlerweile, aber der Rest ist... Also an der Stelle, von einer Skala von 1 bis 10, wie schön ist das Haus? Also kann man ruhig von der Optik her eine 10 geben. Real Talk. Er hat seine Ruhe, hat seinen Pool gehabt. Ich weiß nicht, ob man den Meeresblick noch sieht. Sehen wir gleich. Würde ich sagen, eher unspannend draußen. Kommt erstmal rein, Leute. Hier hat sich einiges seit dem letzten Jahr verändert. Ein paar Sachen kennt ihr vielleicht noch von unserem Umzugsvideo, wo wir zum Beispiel hier die Autocouch aus unserem alten Büro hergebracht haben. Oh, und an der Stelle... Hi Joelli übrigens, der findet... Hallöchen! Hi, na, wie geht's? Wie steht's? Alles fit im Schritt? Das Ganze hier gerade für mich. Der Bruder von Shani hat auch schon das Rollervideo hier auf Mallorca. Letzte ah, wirklich, ja? Gedreht. Hast du das Rollervideo aufgenommen, mein Bester? Danke für den Mehrwert. Nochmal dafür. Aber jetzt geht's eben weiter hier, Leute. In unserem Eingangsbereich. Diese Palme hier, was haben wir uns dabei gedacht? Ach, keine Ahnung. Die 3 Meter hoch. Ist somit die neueste Sache, die wir jetzt hier haben. Und ich sag mal so, ich habe da ein... bisschen. Manometer Peter, Alter. Mich verkalkuliert, glaube ich, beim Bestellen. Hab ich aber nur ein bisschen. Nicht viel, ein bisschen. Erst gemerkt, als sie angekommen ist. Ich habe ja ein paar neue Pflanzen bestellt, Leute. Zum Beispiel die hier, nur die ist. Sie ist ein bisschen groß geworden. Für mich ist das easy. Für dich können wir sie eigentlich da hinstellen, aber das Ding ist, wenn ich hier durchlaufe, dann laufe ich halt gegen die Pflanzen. Ist ein bisschen. Also ich dachte mir schon, dass die halt cool wäre hier in der Ecke da hinten, aber ich glaube, die ist so gut. Breit um. Ich glaube, dann fällt sie halt um. Jan, gut, dass du nicht deutsch bist, das passt nicht so. Was meinst du damit? Ich bin deutscher Bürger und habe einen deutschen Pass. Und ich zahle deutsche Steuern, womit Waffen produziert werden. Hör mal, ich möchte hier bitte gleichberechtigt behandelt werden, ja? Nur weil ich schwarze Haare habe und die Wurzeln aus der Türkei sind, heißt es nicht, dass ich kein Deutscher bin. Verstanden, danke. Oh. Ja. Noch ein Blatt raus, das vielleicht noch. Du kannst sie auch einfach kippen. Hat jemand ein Palmenvideo bestellt? Eine blöde Idee, glaube ich. Wir haben jetzt erst mal beschlossen, dass wir sie hier stehen lassen. Oh, ey, ich habe es hinter uns. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja, ja, diese Palme in meinen Arsch, bitte. Aber fangen wir jetzt mal erstmal mit der richtigen Roomtour an, Leute. Mit den Zimmern, die hier oben sind. Hier sind die Schlafzimmer bzw. Büros. Oder Büros, vielleicht übertrieben, Leute, ja. Eher vielleicht Spielzimmer. Kommt rein, das hier ist mein Reich. Also mein cool, geiles Zimmer. Muss man ihm lassen. Buschen-Rennsimulator, selbst alles zusammengebaut, getüftet, letztes Jahr lange gedauert. Cool, Alter, Walla. Ist deine Stream-Ecke anscheinend. Mäßig. Falls ihr streamt. Kann man auch machen, aber das... Ich glaube auch, der hat mehrere Muse auf Konto, Bruder, den juckt gar nichts. Da hat man einfach so viel Spaß. Und wenn ihr euch jetzt noch überlegt, wie dieses Zimmer aussah, letztes Jahr komplett leer und jetzt eben so. Wir haben die Wände
leicht gestrichen. Ja, schon stark. Strichen mit so einem. Hat der nicht mal so Rennwagen gefahren und so? Deswegen wahrscheinlich auch dieses hier. Das Beige-Ton. Rennsimulator natürlich rein. Und hier mein großer Schreibtisch. Also hier habe ich Gaming-Aufnahmen. Wird Izzy in GTA abgedreht. Der war Rennfahrer, wa? Zack, ja, ja, ganz genau. Klare Nummer. Mikro hier am Start. Oh, und hier auch noch eine Sache. Guck mal hier, siehst du das hier? Das sind unsere Bestzeiten im Simulator. Du musst übrigens auch noch fahren. Ne? Habe ich dieses Jahr erst angefangen. Jeder Gast, der hierher kommt, muss einmal in meinem Rennsimulator. Dieses Rennfahrer-Ding ist so Tam-Reichensport. Ich kann mich daran erinnern, dass er mit Unge halt immer diese Longboard-Touren gemacht hat. Und irgendwann hat er Bock gehabt, Rennfahrer zu werden. Was verdient man da? Also ist das nur ein Hobby oder? Keine Ahnung. Man hat eine ordentliche Zeit setzen. Und die Zeiten werden dann eben hier aufgelistet. Aber ja, nicht nur gezockt wird hier, sondern man kann eben auch kurz einfach rüberfahren. Um seine Videos zu schneiden, Leute. Zum Beispiel dieses Video jetzt gerade. Bin ich gerade am Ein Video im Video im Video des Videos des Videos. Klickt dran und ihr könnt euch schon vorstellen, hier verbringe ich sehr, sehr viel Zeit. Und wahrscheinlich ist das hier deswegen auch der Ort, wo ich am häufigsten dran denke, wie viel Glück ich eigentlich habe. Nicht nur in so einem Haus leben zu können, sondern dass ich als YouTuber auch von überall aus arbeiten kann. Also meine Videos mache ich entweder zu Hause oder auf der ganzen Welt verteilt. Sehr stark. Hat nicht jeder Zuschauer schon seit 10 Jahren verstanden, dass sie von überall schneiden können. Aber danke dafür. Digga, die reden halt immer noch so, als wenn die Zuschauer 5 wären. Die erklären so für Schwäbisch. Einfach. Alter, ich bin so dreist. Halt, schneiden kann ich auch überall. Und hier dann eben auch so ein nices Home-Setup zu haben, mit aber gleichzeitig auch Blick raus. Ja, ist schon geil, Bruder. Ist schon geil. Wäre halt noch geiler, wenn hier Meeresblick wäre, ne? Richtig. Hier habe ich so Köl-Vibes einfach. Einfach Köl. Meer oder eben auch zum Pool. Wo man ja praktisch jederzeit einfach irgendwie eine Pause machen kann, wenn man möchte. Aber wirklich, ja? Laber doch keinen Scheiß, Alter, mein Bruder. Da bin ich echt richtig dankbar für. Aber damit jetzt zurück zur Roomtour. Ansonsten, ja, ist hier mein Abstellraum. Das ist eigentlich ein Bad. Was hier. Er soll noch erklären, dass man in dem Pool schwimmen kann. War immer so ein Gästezimmer. Jetzt ist es so Abstellkammer, ein bisschen Pokale hingestellt vom Racing noch und so weiter. Geil. Aber wir gehen erstmal. Wie gesagt, Chat, ne, ich mache nur ein bisschen Spaß. Falls ich mal der ein oder andere deutsche Zuschauer verirren sollte auf dieser Reaktion, falls ich es irgendwie in sein Algo reingeschafft habe. Ey, mein Name ist John Brook, ich mache nur ein bisschen Spaß. Ist alles gut. Ist alles gut, wirklich. Bitte, wenn du kommentiert hast, dass ich so unsympathisch bin und so arrogant und mich lustig mache, bitte nimm deinen Kommentar zurück. Ich bin eigentlich voll nett. Privat würden wir uns beide richtig gut verstehen, vertrau. Ich bin ganz lieb in echt. Aber ich kann ja nicht so stumm sitzen und so machen. Ja, schön. Ah, cool. Ja, schön. Das bin ich nämlich nicht. Raus. Und nicht nur ich habe einen eigenen Raum für mich, sondern Shani hat auch ihren eigenen Raum. Shani? Erstmal raus. Und nicht nur ich habe einen eigenen Raum für mich, sondern Shani hat auch... Ich habe da keinen Raum, Shani! ...ihren eigenen Raum. Beziehungsweise halb... Er hat für mich einmal einen Raum gemacht. ...das Gästezimmer, wenn wir viele Gäste haben, kann man hier auch schlafen, aber an sich... Ich meine, man sieht schon, das hier ist auf jeden Fall Shanis Zimmer. Die Idee hatte sie von Anfang an auch... So haben meine Lehrer mich immer genannt, Digga. Chan. Nicht Chan, sondern Chan. Letztes Jahr schon. Es Zimmer, ich weiß nicht, komplett schon. Pink. Also, ich bin so happy. Ja, ich würde sagen, die Idee, die sie hatte, hat sie richtig umgesetzt. Vor allem, wenn es dunkel ist, ne? Und dann überall hier dieses Rosa. Hat bisschen... Ich soll ich es aussprechen? Ja, nein. Aussprechen? Ja, nein. Aussprechen? Ja, nein. Aussprechen? Ja, nein. Es ist in meinem Gehirn. Es will raus. Es will raus. Es wird raus, es wird raus. Hat einfach Puff-Vibes, Bruder. Was ist das denn? Hat jemand einen Puff bestellt, Alter? Raus aus dem Puff! Rosa Licht ist. Das sieht schon cool aus. Nicht ganz meins, aber cool gemacht, das kann man ja sagen. Damit geht's weiter Richtung Hauptgästezimmer. Dafür müssen wir nur hier einmal durch. Und hier rein, Leute. Schaut euch das an. So werden unsere Gäste jedes Mal hier erwartet. Ist bequem, hier zu schlafen? Du schläfst ja jeden Tag gerade. Ja, Daumen hoch, perfekt. Und wenn wir uns hier auch nochmal zurückerinnern, Leute, wie dieses Zimmer aussah, da wussten wir noch gar nichts. Das Einzige... In eine Richtung trappen. Also bis jetzt kann ich nicht meckern. Ist okay, ist gut. Wir wussten es, wir wollen ein Bett von Emma. Hier Boxspringbetten. Vielleicht so ein Held. Emma, liebe Grüße an der Stelle, habe ich auch ein Placement gemacht auf dem Zweien-Kanal. Am Kacken. Super. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Geld er bekommen hat. Wenn ich schon für den Zweien-Kanal so gut bezahlt worden bin damals, will ich gar nicht wissen, was unser Bruder hier bekommen hat. Mit einem gesteppten Kopfteil. Und so sieht es in echt aus, Leute. Unser Emma Boxspringbett. Ich glaube, alle Gäste sind sehr, sehr happy hier zu schlafen. Das ist natürlich das Highlight hier, dass man vom Bett aus schon weiß, da kann ich gleich in den Pool. Ah, schon geil, ne? Also dieses Zimmer zu haben, wäre schon schön. Im Pool. Pool reinspringen oder da hinten ans Meer fahren. Also in der ersten Roomtour haben wir uns... Oi, sah super aus. So gedacht, so soll es werden und jetzt wissen wir so... Okay, Chat, eine Frage an euch oder an die YouTube-Zuschauer. Warte schon mal auf Mallorca, ich war da noch nie. Was könnt ihr mir sagen, außer dass es da besoffene Menschen gibt, die da die ganze Zeit feiern? Gibt es auch wirklich schöne Ecken? Ist es da teuer? Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare, Digga. Gerne einen Roman, falls der ein oder andere deutsche Zuschauer sich in den Kommentaren verirrt hat. Weil ihr seht, Leute, in meinem Chat, alle schreiben zwei, keiner war in Mallorca, außer einer hier. Ja, absolut Müll, Schrott, nie wieder. Ehrlich, du bist der Beste. So ist es wirklich. Also, mich haben noch nie so viele Leute in meinem Leben besucht, wie jetzt im vergangenen Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich in Köln gelebt habe. 2013 bis 2023, ja. Über 10 Jahre lebe ich in Köln. Nicht ansatzweise so viele Leute haben mich besucht, wie jetzt allein im letzten Jahr hier auf Mallorca. Aber damit kommen wir... Normal, ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen chillen. ...kommen wir in unser Schlafzimmer, ins Hauptschlafzimmer, Leute. Hier wird sich ausgeruht. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal denken, wie sah das hier eigentlich letztes Jahr aus? Das ist hier eben unser Schlafzimmer, so wie es momentan aussieht. So sieht's jetzt aus. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, so ein Ort hier sein Zuhause nennen zu können. Und jeden Morgen eben mit so einem Blick auf... Das ist schon geil, Bruder. Sei vom Herzen gegönnt. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn ich schon darauf hinaus bin, ein Haus zu kaufen mit dieser Optik und dem Wetter, dann gebe ich auch den einen oder anderen Penny mehr aus, um noch das Meer zu sehen. Eins in den Chat, eins in den Chat. Eins, 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 eins in den Chat, oder?
Vielleicht juckt ihn auch das mehr nicht. Stehen. Das ist natürlich der absolute Hammer und ansonsten seht ihr überall... Also das wäre dann Maximum. Also ich gebe dem Haus sowieso eine 10, was bis jetzt das, was ich gesehen habe, geistkrank aus. Mit einem Meeresblick wäre es eine 11 von 10. Das sind Kunstpflanzen. Echte Pflanzen würden bei uns definitiv nicht überleben. Plus halt dieser Boho-Stil, die bisschen beige überall. Die Holzchen waren halt schon, die haben wir behalten, das Spanische. Und ja, das ist das Bad. Hier haben wir immer noch das alte Bad, so wie wir es auch übernommen haben vom Vorbesitzer. Hier hat sich eigentlich so mit am wenigsten verändert. Und damit können wir nochmal raus hier auf die Terrasse. Die geht eben hier oben einmal komplett rum. Er hat einen Pool, da juckt ihm das Meer, glaube ich, auch nicht mehr. Es geht hier nicht um Schwimmen, es geht um die Optik, also die Sicht. Über unser Schlafzimmer bis zu meinem Büro. Und wir haben immerhin jetzt mittlerweile ein bisschen Pflanzen eben am Start. Je nachdem, wie häufig ihr meine Vlogs gesehen habt in den letzten 12 Monaten, kennt ihr jetzt ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen was so nach und nach dazugekommen ist. Vielleicht seid ihr gerade auch zum ersten Mal hier auf dem Kanal und denkt euch... Ich bin das erste Mal hier, ja. Wem gucke ich eigentlich gerade zu, würde hier sein Haus vorstellen. Wie dem auch sei, ihr seid alle willkommen, Leute. Ich freue mich einfach hier, unser Haus zu zeigen. Wir sind willkommen, Chat. Sollen wir mal den besuchen gehen? Alles geworden ist. Und ich meine, ich bin seit 13 Jahren YouTuber, ja. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Guck mal, Bruder, ich mache seit 10 Jahren immer noch Penner, immer noch am Videos reagieren und die Brüder seit 13 Jahren alles richtig gemacht. Schöne deutsche Placements. Deswegen für mich irgendwie. Das sage ich nicht mit einem nicht gönnenden Auge oder so. Ich gönn's dir wirklich, ich mach nur Spaß. Es würde sich auch komisch anfühlen. Stimmt nicht, du bist Millionär, bin ich nicht. Eine Roomtour zu machen, ja. Für mich gehört das irgendwie so dazu, dass ich euch mit auf diese Reise mitnehme. Und das ist eben das Wohnzimmer. Das ist unser neues Wohnzimmer. Wenn wir jetzt mal gucken, wie das alte Wohnzimmer aussah. Oh, okay. Das Wohnzimmer hat er wirklich sehr schön eingerichtet. Muss man ihm lassen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein riesen Unterschied. Das ist schon cool, Bruder. Geile Couch. Schön. Hat was. Ist cool. Sieht clean aus. Oder? Diese Ecke hier wird die allergrößte Veränderung. Wobei eigentlich... Wir ändern praktisch jedes Zimmer von Grund auf, aber weißt du, hier... Hier wird's richtig krass. Felix, so wie viel Couch möchtest du haben? Er so, ja. Couch muss, glaube ich, nicht viel erzählen, da habe ich schon mal ein ganzes Video darüber gemacht, was für ein Aufwand das auch war, die hier aufzubauen. Aber wir sind mega happy, Leute. Wir sind richtig zufrieden. Egal, ob zum Chillen mit vielen Leuten, dann sitzt irgendwie in jeder Ecke jemand oder nur Shani und ich. Dann ist schon geil, ist schon geil. Das ist schon ein kleines Träumchen, oder? Ist schon cool. Zum Essen abends das hier hoch und Essen eben hier vor dem Fernseher schön. Kabel hier immer zum Rausziehen, dass man auch schön aufladen kann. Surround-System, Licht haben wir natürlich auch alles schön hier smart eingerichtet, dass man sich alle Farben einstellen kann, wie man das möchte. Couch 30k safe, oder? Nein, so teuer ist das nicht. Ich muss sagen, hier im Wohnzimmer ist der größte und... Mein Träumchen ist Haus in Fethiye. Da ziehe ich auf jeden Fall mit. Fethiye ist schon sehr schön. Unterschied vom letzten Jahr. Weil aber unbezahlbar gefühlt. Bisschen so kühl, nüchtern. Und was wir hier draus gemacht haben, bin ich richtig, richtig happy mit. So ein bisschen einfach so ein bisschen Wärme. Und hier den Tisch, den habe ich auch schon mal im Video gezeigt. Damit sind wir auch immer noch richtig zufrieden. Schön rund auch, das bricht auch diese ganzen schön. Ecken und Kanten, die das Haus sonst hat, so ein bisschen auf. Dann kommen wir zur Küche. Hier hat sich, glaube ich, auch wenig verändert, bis auf die ganzen Küchengeräte. Bruder, ich sag dir ehrlich, dieser runde Tisch hat böse Vibes. Also das könnte man auch in mein Wohnzimmer stellen in die Ecke. Hat was, Bruder. Den merke ich mir auf jeden Fall. Richtig zufrieden. Schön rund auch, das bricht auch diese ganzen... Weil dann guckst du jenen in sein Gesicht und so, weißt du? Das ist schon so... Was das ausmacht, besser als eckig, ja. Ist schon geil, also ich glaube, ich werde mir einen runden Tisch kaufen in meiner Ecke. Also hat der mich auf jeden Fall gut geinfluenced. Ecken und Kanten, die das Haus sonst hat, so ein bisschen auf. Dann kommen wir zur Küche. Hier hat sich, glaube ich, auch wenig verändert, bis auf die ganzen Küchengeräte. Wobei, Kaffeemaschine war schon in der ersten Roomtour da. Das war das erste neue eigene, was ich in dieses Haus eingebracht habe. Stand noch nichts da, da stand schon die Kaffeemaschine letztes Mal da. Aber mittlerweile auch, ihr seht, wir haben eine ganze Armada hier an Küchengeräten da, die sogar fast alle benutzt werden. Was auch benutzt wird, ist hier die Wäschekammer. Dahinter ist noch der Heizungsraum. Heizungskeller ist sozusagen ebenerdig Heizungsraum. Aber ja, so viel dazu. Dann haben wir hier noch unseren Abstellraum. Oh, und wo wir noch viel verändert haben, ist das Gästeklo hier, Leute. Schaut mal, was ich hier alles reingestellt habe. In dieses. Aber ein bisschen zu viele Blumen. Was sagt ihr, Chat? Also ist ja immer Geschmackssache, ne? Es ist ja immer nur Geschmackssache, aber ich will nicht, dass eine Pflanze in meinen Arsch reinkommt, wenn ich am Pissen bin. Hätte ich keinen Bock drauf. Kleine Warte, man kommt hier rein und du hast direkt so einen kleinen Buddha mit einem Wasserfall, der läuft. Buddha bestellt. Entspannungsmusik raus. Die kleinen Äffchen hier schauen natürlich nicht zu, hören auch nichts, aber machen zusammen mit den Pflanzen hier auf jeden Fall, finde ich, eine sehr coole Atmosphäre. Ist noch nicht fertig, hier muss auf jeden Fall noch so ein Lichtstreifen drumherum. So, von LEDs bin ich leider auch nicht mehr so krass der Fan. Also ich sag's euch, wie es ist. Heute habe ich sogar kurz überlegt gehabt, ob ich die LEDs im Stream wegmachen soll, weil die kotzen mich schon an. Man kriegt Kopfschmerzen und so. Also in meinem Haus will ich auf jeden Fall kein LED haben. Kriegt man gefühlt einen epileptischen Anfall. Vor allem hier, wenn man pissen will. Mit meinem vom Spiegel ein bisschen Licht hat. Aber für so ein kleines Gästebad, das finde ich jetzt schon ziemlich cool geworden. Soll ich auf dem Klo kacken oder Meditation machen? Nee, auf der Toilette eine Astralreise, Bruder. Und damit sind wir bereit, Leute, nach draußen zu gehen. Kommt raus, Leute. Das so, jetzt kommt zum Highlight. Nicht das Highlight, wenn man hier ist. Der draußen war. Oder Shani natürlich. Ah, das ist schon geil. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr geil. Also wenn man so ein Haus hat, bei so einem Wetter, ist man gefühlt auch nur draußen, ne? Und dann kommen so lecht kleine Ameisen, wenn du so irgendwas verschüttest, was so Süßigkeiten, also Süßwasser ist, so Sprite oder so. Sprite. Kommen so Lech-Ameisen. Kennt ihr das, Bruder, in der Türkei? Lech-Insekten? Shani ist natürlich das Highlight. Natürlich. Shani muss übrigens gerade ein bisschen chillen und konnte selber nicht filmen, weil... Shani, ich wusste gar nicht, dass du so am Chillen bist, Alter.
Der hat gerade eine Lymphödem-Operation gehabt, deswegen sind ihre Beine auch in der Kompressionshose drin. Aber mehr dazu hat Shani auf ihren Instagram auch erzählt. Ja, bei mir geht es mehr um Möbel jetzt heute. Zum Beispiel das hier, Leute. Das hier ist immer noch wie beim Einzug, wie vor einem Jahr. Ja, hier muss man auch nicht viel ändern, das ist schon top. Aber vor ein paar Wochen haben wir uns endlich entschieden für eine neue Outdoor-Couch, Leute. Die kommt bald, die wird noch diesen Monat ankommen, dann haben wir es hier auf jeden Fall auch. Was sagst du zu Couch, Digga? Von mir gibt es eine gute 8. Eine gute 8, Bruder. Wüsste nicht, wie man das schöner machen kann hier. Nochmal schöner und vor allem so richtig bequem, loungig. Aber was neu ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, Leute. Ein Pool! Es ist ja nicht so viel anders, aber der Pool ist komplett neu. Über den Winter wurde dieser... Schon ein geiler Pool, Digga. Ne? Sei mal ehrlich. Hier den ganzen Tag chillen. Pool. Einmal rund. Wenn dieser Berg nicht dort wäre, dann wäre es nochmal eine Schippe geiler. Weil dann hast du das hier weg und hast einen Meeresblick. Und dann hast du wirklich eine 11 von 10. Aber Bruder, wie gesagt, Hack ist Hack. Er hat ein super Haus, ne? Super Haus. Ich will in diesem Pool ertrinken einfach. Erneuert. Da wurde kein Stein auf denselben gelassen. Weil das wusste ich schon beim Kauf. Der war ein bisschen undicht. Und das hast du auch von außen gesehen. Da war überall so Stellen, wo das Wasser rausgeschossen ist und so. Das war echt nicht geil. Da war klar, für einen Sommer reicht das noch. Aber der muss neu gemacht werden. War ein kostspieliges Unterfangen. Aber jetzt ist er. Ja, kriegt man easy weg. Wir nehmen einfach den Berg und schieben ihn woanders hin. Perfekt hier am Start. Boah, geile Aufnahme, Bruder. So, das ist doch das wahre Leben. Seid mal ehrlich. Stell dir vor, du bist reich, hast du ein Haus, hast deine Perle im Pool und eine Drohne, Bruder. Nur, dass man halt nicht diesen Sixpack hat wie ihn, sondern so einen Bauchhänger hat. Das ist mein Lifestyle in ein paar Jahren. Inshallah. Mit Salzwasser statt Chlor, das heißt auch schön angenehm auf der Haut. Komplett neue Fliesen. Wir haben jetzt so einen Roller, damit er komplett zufahren kann, wodurch die Wärme im Pool gespeichert wird. Wir haben cool. Wärmepumpe, um ihn zu heizen. Aber wenn das Ding defekt ist, hast du den Salat. Brauchen wir jetzt nicht. Jetzt ist es warm genug, aber für Herbst und Frühling ist es halt richtig nice, weil man dann immer noch im Pool rein kann. Wir haben eine richtige Treppe auch zum Erd. Digga, hat jemand einen epileptischen Anfall bestellt? Der hat's aber auch mit seinen LEDs. Ich fühle sowas nicht mehr. Vielleicht werde ich auch alt. Nein, ich werde alt, nicht vielleicht. Neu. Diese Abdeckung, die verschwindet hier unten im Pool drin und das heißt, hier ist so eine Sitzfläche jetzt. Da ist schon alles ziemlich cool. Boah, schon geil, Bruder. Hier sitzen und dann die Shop-Einkäufe angucken. Wow, was eine Vorstellung. Ich brauche Urlaub. Cool. Und was auch ziemlich nice ist, unsere neuen Lounge-Möbel. Oh, mit so einer dicken Matratze wie ein Bett fast schon. Die cool. Sind wirklich richtig chill. Das ist auch cool, Bruder. Hier mit deinen Jungs, bisschen Musik, bisschen hier, bisschen das. Geil, Bruder. Geil. Blick und das ist deswegen auch mein, das ist glaube ich mein Lieblingsort. Komm, Chat, bisschen Interaktion für YouTube. Was gibt ihr dem Haus von 1 bis 10? Ihr könnt jetzt im Video dabei sein. Also von mir kriegt das Haus eine dicke 10 von 10. Ist schon Max. Ein Träumchen schreibt ihr. Traumleben. Nicht schlecht. Nee, schlecht. Nach dem Rennsimulator ist das hier mein Lieblingsort im ganzen Haus. Schön am Pool. Und noch schöner wird es sogar demnächst noch, denn hier, Leute, diese ganze Ecke wird mit Naturstein verkleidet. So richtig cool. Mallorquinischer Stil. Also viele Häuser auf Mallorca haben das. Ungefähr wie das. Das ist nur schön. So eine Probe gewesen. Hat lange gedauert, bis wir eine Genehmigung hatten von der Stadt hier. Wir haben in Spanien alles genehmigen lassen, selbst so Kleinigkeiten. Wir haben sie aber jetzt bekommen. Und jetzt im Juli, wenn Shani und ich lange weg sind, wir machen das. Boah, das sieht schon geil aus, Alter. Wenn du dieses Haus hast, kannst du sagen, du hast es geschafft. Also sei wirklich vom Herzen gegönnt. Großen Roadtrip. Da werden auch viele Videos zu kommen. Dann sind wir halt lange weg und da wird das dann hier alles schön gebaut. Es wird ein bisschen geil. Staubig, aber es wird sehr, sehr nice am Ende. Also Stell dir vor, du machst da einen schönen Mangal dort. Ja, Bruder. Sujo, dies, das. Oh, geiler Shit, Digga. Mann, der Billa, ich schreib jetzt Brock. So, schick ihm genau jetzt das. Bruder, such mal einen Ort, wo wir hingehen können, wo wir genau das haben. Da ein bisschen grillen. Allahu Akbar, Digga, ich brauch Urlaub. Würdest du sagen, dass du dir sowas momentan finanzieren könntest? Was heißt finanzieren? Kredit ziehen und sowas? Wenn ich Kredit ziehen will, kann ich mir alles leisten. Aber ohne Kredit aktuell, nein. Ich habe jetzt ein Haus gekauft in Gladbeck. Die Kernsanierung ist recht teuer. Ich denke, wenn es finanziell bei mir so weitergeht, wie es aktuell ist, dann könnte ich schon in 2 Jahren mir sowas leisten, inshallah. Ich denke schon, ja. In 2 Jahren, locker. Aber dann ist halt die Frage, wo ich sowas machen würde. Jetzt aktuell sage ich dir nein. Jetzt aktuell nicht, nee. Kleidet, damit nicht mehr alles einfach nur so modern weiß ist, sondern ein bisschen mehr Flair hier noch reinkommt. Diese Steinoptik ist schon cool. Die Bauarbeiten ja auch schon angefangen, ne? Deswegen hier liegt das ganze Holz. Das ist das, was hier neben dem Pool immer war. Das wird jetzt auch neu gemacht, weil das Holz war komplett durch, Leute. Da kommen stattdessen Fliesen hin in Holzoptik. So sehen die aus. Also es ist kein Holz, aber sieht aus wie Holz. Und die kommen dann eben jetzt hier hin. So. Und 2 von den Liegen sollen dann auch hier. Ihr seht, so ein bisschen Baustelle ist eben gerade noch. Hier liegen auch die ganzen Fliesen hier unten. Neben, habe ich noch gar nicht gezeigt, unserem eigenen Esstisch. Hier draußen cool. Sah es ja auch nicht ganz so nice aus mit dem alten Tisch, aber der neue hier, der passt. Sieht auch geil aus. Muss man ihm lassen. Das hat er schon gut ausgesucht. War bestimmt seine Frau. Und euch besser zu uns, vor allem mit dem Teppich, Leute. Teppich macht. Was würdest du am Haus ändern? Die Inneneinrichtung würde ich ein bisschen anders machen, aber sonst ist es geil. Ich würde nur dafür sorgen, dass der Berg da hinten weg ist. Sonst gibt es hier nicht viel zu ändern. So viel aus. Wenn ihr einen überdachten Balkon habt oder überdachte Terrasse, macht euch einen Outdoor-Teppich hin. Es ist so viel bequemer. Aber damit haben wir es, glaube ich, alles gezeigt. Outdoor-Teppich, ja. Hey, Leute, ich muss einfach nochmal sagen, danke. Monta war auch da. Okay, danke, danke, dass ihr mich so supportet, dass ich hier leben kann. Oder sei es ihm auf jeden Fall vom Herzen gegönnt. Ich werde mir die ein oder anderen Videos auf jeden Fall noch angucken, privat. War cool. Ich kommentiere mal. Wir interagieren jetzt. Sei dir gegönnt. Vielleicht freut er sich ja über den Kommentar. Ja, das war's dann. Wenn ihr wollt, dass wir uns auch so ein Haus ziehen, dann lasst in dem Video einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns morgen 21 wieder. Passt auf euch auf. Tschüssi!